Für das Malen der Himmel, die ich euch gerne, die vier Varianten, die ich euch gerne zeigen möchte, brauchen wir Aquarellfarbe, ein Taschentuch dann später auch. Wir brauchen Wasser, Pinsel, so ein Abtropftuch und natürlich Aquarellpapier. Pinselt habe ich einen Verwaschpinsel, das ist ein französischer Holzaufsatzpinsel, der sich dafür sehr, sehr gut eignet. Und idealerweise vielleicht auch ganz gerne noch in Größe 2 oder Größe 4 Rundpinsel. Ich habe jetzt hier Größe 4. Und Aquarellpapier, gerade für Himmel, Landschaften und so, eignet sich tatsächlich entweder 100% Cotton oder 75% Cotton. Oh, hier ist jetzt noch ein bisschen, ein paar Fusseln sind jetzt hier drauf. Das eignet sich tatsächlich, um sehr schöne Farbverläufe und Waschungen zu bekommen. Den ersten Himmel male ich in einer Nass-Nass-Technik. Dafür nehme ich erst mein klares Wasser. Also idealerweise habt ihr auch zwei Wasserbecher vor euch stehen. Einmal für klares Wasser, einmal zum Auswaschen eures Pinsels. Und jetzt mit meinem Verwaschpinsel streiche ich erst das erste Kästchen einmal mit klarem Wasser ein. So schön gleichmäßig verteilen die Farbe, damit die zweite Farbe dann auch gut verlaufen kann. Für Himmel wird sehr gerne Ultramarin unter anderem verwendet. Das benutze ich jetzt hier einmal ganz klassisch, Ultramarin. Und da nehme ich die Farbe auf und trage sie hier auf meinen feuchten Bereich auf. Und dann bekomme ich im Prinzip hier ganz toll Farbverläufe. Ich wasche den Pinsel nochmal aus und tropfe den einmal ab. Und dann kann ich hier mir die Farbe noch weiter runterziehen. So. Und habe dann im Prinzip hier oben ein bisschen mehr Farbe am oberen Teil des Blattes und hier unten ein bisschen weniger. Das ist natürlich mit dem Verwaschpinsel, wenn man da jetzt ein bisschen größer arbeitet, dann macht das noch ein bisschen mehr Spaß. Für das kleine Kästchen hier ist das jetzt erstmal, da lacht der große Pinsel tatsächlich drüber. Und mit dem Viererpinsel, mit dem Vierer-Rundpinsel gehe ich nochmal in mein Ultramarin und solange die Farbe noch feucht ist, gebe ich hier auf die obere Kante noch ein bisschen mehr von dem Ultramarin drauf, einfach um noch eine schöne bisschen mehr dunklere Farbe reinzubekommen und verläuft dann schon fast von ganz allein. So. Und hier einfach noch so ein bisschen wie fleckenartig einfach meine Farbe aufgeben, wenn ich den Pinsel einmal ausgewaschen habe und noch mal ein bisschen abgetropft, dann kann ich hier auch, weil ja meine Farbe noch schön feucht ist, kann ich hier ruhig noch reingehen und so ein bisschen nachhelfen und verteilen. Aber es soll gar nicht perfekt verteilt sein, sondern so ein bisschen fleckig werden, wie so ein Himmel im Prinzip aussieht. Ja, der sieht ja nicht immer komplett gleichmäßig aus. Und mit etwas mehr deckenderem Ultramarin kann ich hier noch die Kanten so ein bisschen dunkler machen. Einfach um einen schönen dunkleren Rahmen zu bekommen. Ja, und das war es aber tatsächlich schon. Also das ist wirklich so Himmel ganz easy im Prinzip. Wir werden dann aber gleich sehen, wenn das schön durchgetrocknet ist, wie es dann wirklich aussieht im Prinzip. Jetzt muss es erstmal antrocknen. Und ich nehme mir wieder meinen Verwaschpinsel und gehe in meinen Cerulean Blue rein. Das ist auch ein sehr schöner Blauton, der auch gut für Himmel verwendet werden kann. Ne, also im Prinzip geht es auch so ein bisschen darum, mit welchem Blauton wollt ihr welchen Effekt, welche Stimmung erzeugen quasi für euer Bild. Und hier dieses Cerulean Blue, das gibt halt so einen schönen, ist fast schon so ein türkisblauer Himmel. Ne? Also es ist wirklich ein sehr helles Blau. Man kann hier ziemlich gut den Unterschied sehen. Und gebe hier die Farbe drauf. Was mir manchmal ein bisschen, was ich nicht ganz so schön finde bei dem Cerulean Blue ist, dass das eine granulierende Farbe ist und mich stört der Effekt beim Himmel manchmal ein bisschen. Also ich finde das jetzt nicht immer unbedingt so passend. Das muss man einfach wissen. Ja, also granulierend bedeutet im Prinzip, dass die
Und hier mit ein bisschen deckenderem Cerulean Blue gebe ich hier im Prinzip meine Farbe auf. Also ich male hier nass auf trocken. Ich gehe gleich mit meiner Cerulean Blue Farbe auf die trockene Fläche. Hier oben haben wir sie anders gemacht. Erst feucht gemacht und dann die Farbe draufgegeben. Und jetzt müssen wir auch ein bisschen schneller arbeiten. Nicht so viel quatschen. Mit meinem Taschentuch. Das knülle ich mir hier so ein bisschen zusammen, damit ich hier so einen kleinen Pobbles habe. Und damit tupfe ich mir jetzt hier so ein bisschen die Wolken rein. Also wirklich hier nach Gefühl gehen, was einem gefällt. Vielleicht habt ihr auch eine Vorlage. Ich mache das jetzt hier ohne Vorlage und kann mir von hier unten die Farbe wieder so abtupfen und ungleichmäßig so die Wolken dann im Prinzip hier erstellen lassen. Und das Coole, ihr seht das schon, dass die Wolken hier so gar nicht so deutlich sind, sondern da ist auch immer noch so ein bisschen Blau dazwischen. Und das darf auch sein, weil das hier wirklich, das sind so, ja, nicht so deckende Wolken, sondern ganz, ganz fluffige. Damit ist Himmel Nummer 2 auch schon fertig. Also ihr seht, das geht wirklich super, super fix. Und ich möchte euch hier gerne zeigen, dass wir noch andere Farben verwenden können. Und zwar nicht nur Blau, sondern auch, wir können ja einen Sonnenuntergang zum Beispiel machen. Ich nehme wieder meinen Verwaschpinsel und ein ganz transparentes Orange. Also mit ganz viel Wasser nehme ich schon so ein bisschen Farbe auf. Ich zeige euch das mal hier. So ein bisschen transparentes Orange. Und das verteile ich jetzt hier auf meinem Kästchen. So. Und schön gleichmäßig die Farbe wieder verteilen. Also hier erstmal nass auf trocken. Meine Fläche mache ich hier gleichmäßig feucht. So. Dann nehme ich ein bisschen Gelb auf. Und das gebe ich hier oben rein. Also so strichförmig. Also ich versuche mich hier immer so ein bisschen waagerecht zu halten. So. Verteile das und gehe wieder, nutze jetzt meinen Viererpinsel. So, ich schaue mal, dass hier nicht zu viel Wasser drauf liegt, also damit die Farbe jetzt, die nächste Farbe nicht ganz zu doll verwischt. Erstmal wieder ins Gelb rein und das nehme ich jetzt ein bisschen deckender. Und dieses deckende Gelb gebe ich jetzt hier wirklich in so Strichen auf. Und da arbeite ich hier vom Rand ein bisschen breiter. Hier kommt unten noch so ein Strich, also auch wirklich ziemlich locker aus der Hand mache ich das. So. Dann gehe ich ins Orange rein. Und neige dazu, eher Orange hier unten zu verteilen. Also ich arbeite mich so ein bisschen vor, habe oben eher mehr Gelb, hier unten mehr Orange, mal ein bisschen deckender, mal ein bisschen transparenter. Hier oben kann auch noch ein bisschen zu dem Gelb noch ein bisschen Orange kommen. Auch eher so nach Gefühl mache ich das jetzt hier. So. So. Und ganz unten, wir wollen ja einen Sonnenuntergang imitieren. Da fehlt uns jetzt noch Rot. Ich nehme hier Winzer Red dafür. Das ist ein ganz tolles Rot. Was jetzt aber auch nicht zu sehr ins Magenta geht, sondern ich möchte wirklich auch ein schönes, tiefes Rot haben. So. Und das trage ich hier unten auf. Verteile ich ein bisschen. Und am Rand bin ich hier noch ein bisschen dunkler. Und gebe hier aber auch in die Zwischenräume ein bisschen Rot mit rein. Und immer schön hier so in der Waagerechten. Also immer hier so in so Linien. Das sieht man ganz häufig bei
Auch hier oben kann noch so ein bisschen rot sein. Ist ein Touch zu dunkel. Das heißt, ich verteile das einfach noch ein bisschen. So. Und das können wir schon so lassen, ne? Das sieht schon so nach so einem sehr stimmungsvollen Sonnenuntergang aus. Das ist jetzt gar nicht 1:1 nach dem Foto, sondern wirklich so ein Gefühl transportieren. Und dann das vierte Bild. Hier werde ich auch nicht ganz typisch in den Farben Blau bleiben, sondern gehe ein bisschen ins Violett rein. Werde mir hier mit Nass auf Trocken erstmal eine violette Schicht einstreichen mit meinem Verwaschpinsel. So, zack. Und ich möchte jetzt im Prinzip hier einen schönen Farbverlauf haben. Von oben nach unten. Habe jetzt hier ein Haar drauf. Das hebe ich hier mal ab. Na, komm her. So. Also hier einmal gleichmäßig eingestrichen. Mein Violettton und mit Ultramarin. Das ist nicht ganz so transparent, sondern ich nutze das ein bisschen deckender. Die Farbe gebe ich hier oben drauf, verteile ich und ziehe sie mir hier einmal nach unten, dass ich hier oben Ultramarin habe und unten ein schönes Violett. Das muss jetzt hier einmal richtig gut antrocknen und dann werde ich euch mal zeigen, wie man noch so ein paar lila Wolken draufsetzen kann und dann ist das schon unser vierter Himmel. Erst wenn die Fläche wirklich richtig gut durchgetrocknet ist, kann ich mit einem ganz transparenten Violett und meinem Viererpinsel, hier ist das Violett auf meiner Palette, und zwar kleine, in kreisförmigen Bewegungen trage ich so lockere Wolken auf, die so nach innen hin einfach schmaler werden, so ungefähr. Und dann hier auch noch ein paar. So, ungefähr so. Und wichtig ist, dass wir hier wirklich im, die können auch so einen Ausläufer haben, ne? Dass wir hier waagerecht bleiben, schön. Und die müssen auch gar nicht richtig super gleichmäßig sein. Und die können einfach mal ein bisschen mehr nach oben gehen. Manchmal sind es nur fast nur so angehauchte Striche. Und in der Regel sind sie auch hier unten, also gerade. Und nach oben hin, also so wie ich jetzt hier die Wolken male, dann so bauschig. Ne? Dann haben wir hier einfach so. Hier einfach mal so ein paar Striche zwischendurch. So. So. Diese Wolkenformationen sehen jetzt aus, als wären die wirklich ganz weit oben oder ganz weit hinten zum Beispiel. Wir können jetzt aber, wenn wir das wollen, entweder das natürlich so lassen oder wir nutzen das Violett ein bisschen deckender, also wirklich nur ein bisschen. Und malen dunklere Wolken noch mit dazu. Ein bisschen dunklere. Hier muss man jetzt aufpassen, dass die nicht zu sehr, also dass die erste Schicht schon ein bisschen angetrocknet ist, sonst verwäscht es einfach zu doll, ne? Weil die erste Schicht noch nass ist. Und wir haben ja jetzt hier eine Lasur, das heißt, die erste Schicht ist dann angetrocknet. Und mit einer zweiten Farbschicht überschneiden sich jetzt hier die Wolken. Mal eine größere, mal eine kleinere und mache das wirklich hier ganz genauso, wie ich das schon bei den ersten gemacht habe, nur dass die hier einfach ein bisschen deckender sind. So einfach und schnell kann man tatsächlich vier verschiedene Himmel malen. Schreibt euch gerne mit dem Bleistift oder mit dem Fineliner dazu, wie diese Himmel entstanden sind. Einfach für das nächste Mal, falls ihr es nicht gleich wieder nachmalt und dann
ja, nochmal nachschauen wollt. Und genau, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Taggt mich gerne, wenn ihr eure Ergebnisse teilt. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Nachmalen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!